Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, auch in der Saison 2006-2007 wieder hier bei TV Sport in Berlin, Ihrem Lokalsender. Wir möchten Sie natürlich auch wieder in den Startlöchern jetzt über das Geschehen in unserer Welt- und Sportstadt informieren und beginnen sofort. Natürlich, es liegt nahe, Saisonbeginn, Hertha BSC, Olympiastadion, und dort im Olympiastadion gibt es nämlich eine Kapelle. Und was sich hinter dieser Kapelle genau verbirgt und was sie eigentlich ist, darüber informiert sie Sascha Berger und Christian Schiedrich. Wir stellen heute unseren Zuschauern die Kapelle im Berliner Olympiastadion vor. Ein sehr sportliches Thema, wie sich sicherlich gleich erweisen wird, denn wir sind verabredet mit Herrn Pfarrer Dr. Fellenberg. Und Sie haben jetzt die Aufgabe hier, das sagen Sie bitte selbst. Naja, ich kümmere mich quasi um die Kapelle im Berliner Olympiastadion. Das heißt, ich habe dafür geworben, dass wir überhaupt im Berliner Olympiastadion eine Kapelle haben, habe das Ganze initiiert und dann mit viel Hilfe anderer Menschen auch fertiggestellt, sodass wir zur Fußballweltmeisterschaft eine Kapelle offen hatten, wo die Nationalspieler rein konnten. Und zumindest beim Argentinienspiel hat es ja auch noch geholfen. Und wir freuen uns jetzt auf viel Besuch, auf viele Brautpaare, auf Hertha-Fans, die ihre Kinder hier taufen lassen, und auf viele Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland, die sicherlich staunen werden, dass wir im Berliner Olympiastadion die schönste Kapelle der Welt haben, die es an einem Stadion gibt. Das klingt überzeugend. Jetzt wollen wir doch noch da hinzufügen, das Berliner Olympiastadion ist modernisiert worden, saniert worden, und das hat für die Weltmeisterschaft schon für einen guten Ruf gesorgt. Die Bundesligavereine, die spielen natürlich, das boomt, das Bundesligageschäft vor zigtausenden Zuschauern in vielen guten neuen Stadien in Deutschland. Wie viel haben denn schon eine Kapelle? Also in Deutschland war Schalke Vorreiter. Schalke hat seit 2, 3 Jahren eine Kapelle, die sehr gut angenommen wird. Da finden im Jahr rund 100 Taufen statt und viele Besucher. Der Kollege dort hat sehr viel zu tun. Und wir in Berlin haben gesagt, was die Schalker können, das können wir schon lange. Und deshalb gibt es bisher zwei Olympia, also zwei Kapellen in Stadien. Aber wir wissen auch, dass die Hannoveraner und die Frankfurter uns das jetzt nachmachen wollen. Aber ob sie so schön hinbekommen, das werden wir sehen. Sie sagten anfangs, es gab tolle Hilfe. Ohne Hilfe geht es gar nicht. Heute ohne Geld geht auch nichts. Wer hat denn die Hilfe insbesondere hier unterstützt? Also den größten Teil für diese Kapelle hat die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin gegeben. Hierüber bin ich sehr dankbar, dass dieser große Anteil dazu geführt hat, dass die vielen kleineren und mittleren Spenden von einzelnen Personen, von Hertha-Fans, von Hertha-Fanclubs, sogar von Hertha-Fanclubs aus Bayern und anderen Leuten, die gesagt haben, es ist wichtig, dass ein christlicher Raum in so einem Stadion ist, dass Kirche wirklich in der Mitte der Gesellschaft ist, dass die Stiftung Deutsche Klassenlotterie erkannt hat, dass das ein einmaliges Objekt ist. Und Professor Mark, der ja nicht nur dieses Stadion umgebaut hat, sondern auch diesen Entwurf gemacht hat für diese Kapelle, ist auch sehr glücklich. Und wir danken der Stiftung Deutschen Klassenlotterie sehr herzlich und sind froh, dass das alles so perfekt geklappt hat. Da muss nur einer eine gute Idee haben, und da folgt so eine tolle Kettenreaktion. Jetzt dürfte nur noch ein bisschen mehr Nächstenliebe zum Tragen kommen. Und die kritische Frage ist ganz einfach: Das ehemals fast Gewaltpotenzial von Hertha BSC, das war zwar ein Minimum, das hat man jetzt wohl in den Griff gekriegt in diesen Jahren. Werden die jetzt ganz friedlich? Na, also ich weiß nicht, ob die Hertha-Fans sozusagen ganz friedlich werden. Also sie sollen zumindest mit ihren Kehlen bei den Heimspielen und bei den Auswärtsspielen viel Radau machen. Aber was uns wichtig ist als Kirche ist, und das ist auch das Motto dieser Kapelle, dass bei Spielen wir immer im Blick haben, dass wir uns überlegen müssen, ist sozusagen Sieg um alles in der Welt das Wichtigste? Oder kann man manchmal auch verlieren und trotzdem als Sieger vom Platz gehen? Gibt es manche Spiele auch, wo man nicht die Blutgrätsche machen muss, um jetzt noch einen Sieg rauszuknüppeln? Und da ist der Spruch, der an der Kapelle steht: Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele, uns wichtig? Das wollen wir hier ins Stadion auch hineinbringen.
auch mit Blick auf die Vergangenheit des Stadions, vielleicht mit Blick auch auf das, was an der einen oder anderen Stelle mal in Hertha-Fanblöcken passiert ist, was meines Erachtens aber schon lange nicht mehr passiert, da hat sich viel getan. Und wir freuen uns, dass, sagen wir mal, interessierte Hertha-Fans mit uns Kontakt aufnehmen, dass wir Kontakt zu den Hertha-Fans bekommen und dass die Herthaner diese Kapelle auch als ihre Kapelle annehmen. Nun konnten unsere Zuschauer glauben, das sei insbesondere initiiert worden für Bundesliga-Heimspiele, aber es geht wohl darüber hinaus. Na, wir müssen ja ganz klar sagen, dass das Olympiastadion ein Olympiastadion ist. Das heißt, wir als Berliner sind ja froh, dass wir mehr als ein Fußballstadion haben. Diese Kapelle dient quasi allen Sportarten, die hier im Stadion auch durchgeführt werden. Wir werden ja bald die Leichtathletik-Weltmeisterschaften auch in Berlin haben. Wir haben hier Berlin Thunder im Stadion. Wir haben auch Musikevents, sodass also diese Kapelle für all diejenigen zur Verfügung steht, die jenseits auch des Bundesliga-Alltags Interesse haben an Meditation, an Ruhe und Kraft schöpfen, kurz vor einem wichtigen Auftritt, Spiel oder einer Begegnung. Und wie ist es mit den täglichen Führungen hier durchs Stadion? Also wir haben ja im Stadion sozusagen jeden Tag mehrere tausend Leute, die sich dieses Stadion anschauen wollen. Das ist fantastisch. Ich glaube auch in Deutschland einmalig. Und davon gibt es viele hundert Leute, die in Führungen durch das Stadion gehen. Und da gehört die Kapelle quasi zur Führungsriege mit. Und da werden viele Leute auch staunen, dass es einen Raum gibt in diesem Stadion, der sich von allen anderen grundsätzlich unterscheidet. Hertha BSC trainiert zwar nicht im Stadion, aber unweit vom Stadion. Sie spielen an diesem Wochenende auswärts in Wolfsburg, aber der ein oder andere Gläubige oder Andächtige konnte hier sich vielleicht sogar Kraft versprechen und darum beten, dass in Wolfsburg gut gespielt wird, beziehungsweise dann eventuell zum nächsten Heimspiel hier gegen Hannover. Also an den Spielen direkt bei Heimspielen ist die Kapelle, weil sie liegt ja, das sehen Sie, direkt im Bereich des Spieleraufstellraums und auch im direkten Bereich des Spielfeldes, quasi direkt zwischen der Mittellinie, sodass hier vor allen Dingen natürlich nur die Profis erstmal rein können und die Funktionäre. Aber an normalen Tagen, wenn ein Hertha-Fanclub sich anmeldet und sagt, heute wollen wir mal mit Pfarrer Fellenberg eine Führung haben oder mal eine Andacht halten für Hertha, dann bin ich immer bereit und Kollegen sicher auch bereit, die Leute hier zu empfangen und ins Gespräch zu kommen. Auch eine Andacht für die ganze Saison? Natürlich, das können wir zu Saisonbeginn auch machen. Wir haben sowas geplant, sozusagen mit Hertha BSC, und ich freue mich darauf. Und vielleicht wird das ja zur guten Sitte, dass man sagt, ein Gebet und eine Andacht zu Beginn einer Saison ist für Fans gut, für Spieler gut und für all die, die Hertha BSC das Beste wünschen. Dürften wir denn als Lokalsender nochmal zu Ihnen reinschauen und nochmal nachhaken, wenn gegen Hannover hier das Heimspiel stattfindet? Und natürlich werden Sie nicht wollen, dass hier während der Andacht jemand gefilmt wird, aber es gibt vielleicht dann doch den Beweis für unsere Berliner, was das für eine gute Sache ist. Also da halte ich mich sozusagen etwas bedeckt, denn das ist sozusagen im Einzugsbereich von Hertha BSC, wer dann zu dieser Zeit hier reinkommt. Während der Fußball-Weltmeisterschaft haben wir es klar gehalten, dass Presse in diesem Bereich so gut wie gar nicht vorhanden war, sodass ich auch nur aus direkten Kommentaren der Nationalspieler weiß, wer hier war. Das hätte sonst sicherlich keiner groß mitbekommen. Aber wenn wir einen Gottesdienst zum Anfang der Saison feiern, wird sicherlich auch die Presse da dabei sein können, sodass ich guten Mutes bin, dass darüber auch berichtet wird. Noch einmal ein paar Details zu diesem tollen Raum hier. Da findet man Ruhe, Sie sagten es schon, es gibt also hier mehrere Dreier-Sitzgruppen und an den Seiten, aber die Schriften, die beeindrucken mich so sehr. Können Sie dazu noch was sagen? Wir haben in 18 verschiedenen Sprachen 10 Bibelverse ausgesucht, die alle etwas mit dem Sport zu tun haben, also mit Herausforderungen, mit Siegen, mit Niederlagen, mit Auseinandersetzungen, sodass Sportler und auch Besucher aus allen Herren Ländern quasi hier reinkommen können und ihre Sprache entdecken. Da ist Chinesisch, da ist Japanisch, da ist Türkisch, da ist Arabisch, da ist auch das Vaterunser, sodass also hier intensiv drauf geschaut werden kann, auf eine Wand, die mit Blattgold bezogen ist, rund 100 Quadratmeter in Blattgold, in mühsamer Arbeit aufgetragen,
Aber in einem 5-Sterne-Stadion muss es natürlich mindestens eine 5- oder gar 6-Sterne-Kapelle auch geben. Also Gilberto könnte hier sogar auf Brasilianisch was finden. Der könnte hier in Portugiesisch sozusagen seine Sprache finden und auch erkennen, dass er die Bibel hier in seiner Heimatsprache lesen kann und das Vaterunser auch in Portugiesisch vorfindet. Also, liebe Zuschauer, da kann ich nur noch mal sagen, viele wissen das noch gar nicht von dieser guten Sache. Und die Idee, die jetzt hier zu untermauern ist von den Berlinern, nicht nur von den Berlinern, man kann so sagen, auch Gäste Berlins, auch sogar der Gegner, der manchmal ausgepfiffen wird, der darf hier hin. Natürlich. Also, vor Gott sind wir alle gleich, das ist große christliche Überzeugung. Und von daher dürfen natürlich nicht nur Herr Thaner hier rein, sondern auch andere. Und da das Olympiastadion von vielen Deutschen besucht wird und auch internationalen Gästen, vor allen Dingen momentan von vielen Italienern, Italienisch haben wir hier auch zu stehen, freuen wir uns über alle, die hier reinkommen. Ja, jetzt am Mikrofon von der Olympiastadionverwaltung Herr Christoph Meyer. Soviel ich weiß, sind Sie für die Presse hier im Olympiastadion zuständig und haben jetzt ein bisschen mehr Arbeit durch die Kapelle. Ja, die Kapelle ist sozusagen unser neuester und auch einer der schönsten Räume, die wir hier haben. Wir haben ja im Olympiastadion nach der Sanierung schon sehr viele außergewöhnliche Räume erhalten, wie zum Beispiel diese unterirdische Aufwärmhalle, die es ja hier gibt mit der 100-Meter-Laufbahn und der Weitsprunggrube. Jetzt also auch ein christlicher Raum in diesem Stadion, der ja auch besonders schön geworden ist mit der Blattgoldverzierung und den Bibeltexten in 18 verschiedenen Sprachen. Wir sind natürlich sehr froh, dass dieser Raum jetzt hier im Stadion ist. Nicht nur, weil Schalke jetzt nicht mehr alleine in Deutschland so einen Raum hat, sondern auch, weil ich denke, dass dieser Raum viele Möglichkeiten bietet für das Stadion. Es sind ja nicht nur die Hochleistungssportler, die wir hier während der Veranstaltung haben, also Hertha oder die Leichtathleten, die hier Andacht und Ruhe finden können. Es sind auch ganz normale Berliner, wie Sie und ich, die hier heiraten können, die hier ihr Kind taufen lassen können oder die hier einfach eine Andacht halten können. Und da freuen wir uns natürlich, sowas im Angebot auch im Stadion zu haben, denn das ist eine schöne Sache und man kann natürlich dann, wenn man hier so eine Hochzeit hat, auch gleich feiern im Stadion. Ja, den Berlinern ist wahrscheinlich Pfarrer Dr. Fellenberg noch gar nicht so bekannt. Können Sie zu dieser Person noch etwas sagen? Ja. Also der Pfarrer Dr. Fellenberg ist einer von den Unermüdlichen. Er hat ja schon vor 3 Jahren diese Idee zu dieser Kapelle gehabt und er hat, glaube ich, festgestellt, da gibt es viele Hürden, man muss sowas umsetzen, man braucht vor allen Dingen Geld und man braucht viele engagierte Leute, die helfen, sowas auf den Weg zu bringen. Und insofern ist er natürlich als Sportbeauftragter der Evangelischen Landeskirche auch jemand, der unheimlich mit dem Herzen daran hängt, sowas nach vorne zu treiben. Und insofern haben wir hier eine sehr schöne und gute Zusammenarbeit erlebt, die von beiden Seiten immer wieder auf fruchtbare Ergebnisse gefallen ist. Und letztendlich haben wir es mit seiner Hilfe, ein bisschen auch mit unserer Hilfe, mit derer, die beteiligt waren, geschafft, also diese Kapelle noch kurz vor der WM zu öffnen, sodass während der WM die Sportler hier schon rein konnten und das jetzt sozusagen ab August, ab 1. August ist das Stadion ja auch wieder regulär geöffnet für Besucher. Es kommt so ein bisschen, ich will mal nicht sagen Routine, aber jetzt kommt wieder Bundesliga und jetzt wird sich also zeigen, wie wird die Kapelle angenommen von den Hertha-Spielern und von den Menschen, die auch sonst hier reinkommen können. Wir von TV Sport in Berlin, dem Lokalsender, wünschen ganz großen Zuspruch, bedanken uns Herr Meyer, bedanken wir uns bei Herrn Dr. Fellenberg und wir werden wahrscheinlich auch demnächst hier einmal in ganz Stille in uns gehen. Danke. Wunderbar, Dankeschön. Tschüss. Ja, jetzt sind wir an der Stelle, wo Hertha zum ersten Heimspiel hier die Stufen heraufgelaufen kommt in Bestbesetzung gegen Hannover 96. Und vorher, gleich im Hintergrund, da müssen Sie unmittelbar an der Kapelle vorbei. Naja, vielleicht hilft Beistand und der Wink von oben. Servus, Ihr Florian Schiedrich.